Hi, hallo. Wir sind Anja und Ilan. Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wir planen seit gut einem Jahr unser Tiny House. Länger. Wahrscheinlich auch schon länger und es steht mittlerweile hier bei uns im Garten. Aber wir müssen uns natürlich noch dem Innenausbau widmen. Da geht es zum einen natürlich um die Versorgungssysteme, aber zum anderen um den Holzbedarf, also um die Bauprojekte, denen wir uns noch widmen wollen. Einmal das Podest für die Küche oder die Küche an sich überhaupt, dann die Treppe nach oben ins Loft, die Trennwände. Also wir haben eine ganze Liste. Und wollten einfach, damit die Holzbestellung auf jeden Fall jetzt schon mal auf den Weg geht, das in zwei Fuhren gestalten, weil wir haben alles, was wir jetzt bestellen oder alles, was bei uns an Holz ankommt, vorher in SketchUp designt und geplant. Es geht nämlich heute um unsere Treppe. Da werdet ihr erfahren, für welche Maße wir uns entschieden haben, wie wir die Treppe aufbauen und gestalten wollen und warum. Am Anfang wussten wir gar nicht, wie baut man überhaupt eine Treppe und haben uns erstmal im Internet inspirieren lassen, geguckt, wie können so platzsparende Treppen gerade auf kleinem Raum in Tiny-Häusern gebaut werden. Wir hatten nämlich, wie ihr das vielleicht in unserem Grundrissvideo gesehen habt, oder ich weiß nicht genau, welches Video das war, wir blenden euch das auf jeden Fall nochmal ein, haben wir entschieden, für unsere Versorgung auch schon einen Frischwassertank mit in den Innenraum zu integrieren, und zwar genau in die Treppe. Für uns war das selbstverständlich, bis wir uns dann mal ein paar Maße angeguckt haben und wir merkten, okay, das ist gar nicht so leicht, einen Universal-Frischwassertank zu finden mit exakt diesen Maßen. Wir sind auf etwa 150 Liter gekommen, haben uns einen 148 Liter Tank rausgesucht. Wir wussten also, 150 Liter Tank kommt in etwa hierhin. Mit den und den Maßen. Genau, mit den und den Maßen. Und wie umbauen wir ihn? Dass es uns aber auch die Möglichkeit bietet, viel Stauraum zu haben. Da hatte ich erst so meine Bedenken, ne, statisch. Also das ist wirklich tatsächlich, wenn man das noch nie gesehen hat oder noch nie eine Treppe gebaut hat, man weiß ja gar nicht, ist es jetzt stabil genug? Hält das denn jetzt auch? Demnach haben wir das dann einfach erstmal durchdesignt und am Ende auch unserem Tiny House Bauer geschickt, kann man das so machen? Das ist jetzt unsere erste Stufe, die ganz kleine da rechts außen. Das ist auch tatsächlich die einzige, die wir nicht als Schrank nutzen wollen, sondern die oben im Prinzip eine kleine Klappe bekommt, damit man dort das Ganze als Stauraum nutzen kann. Die anderen werden vorne wahrscheinlich eine Form der Tür bekommen. Ja, und da sieht man jetzt dann auch noch, also erste Stufe, zweite Stufe, dritte, vierte, fünfte. Genau. Und dann ist man oben im Loft. In der dritten Stufe planen wir einen Wasserfilter oder ein Wasseraufbereitungssystem mit Pumpe. Und ja, die vierte und fünfte ist allerdings noch frei, ne? Yes, wir haben doch noch ein bisschen Platz für unsere Klamotten oder Ordner. Also wir haben schon gemerkt, dass mit dem Stauraum, das wird dann doch ein bisschen eng. Wir müssen noch ein bisschen ausmisten. Aber wir waren dann doch mit der Konstruktion zufrieden. Jetzt ging es eigentlich eher um Schönheit. Und auch hier sind wir froh, dass wir das Ganze vorab geplant haben, um eben zu gucken, wie groß sind überhaupt die einzelnen Platten für die einzelnen Stufen. Und wie verbinden wir die miteinander? Denn grundsätzlich wollten Ilan und ich die Eckverbindungen immer auf Gehrung miteinander verbinden, weil wir das optisch einfach am schönsten finden. Wir finden das sehr clean und haben dann aber auch eigentlich im Nachhinein entschieden, hey, wir haben noch gar keine handwerkliche Erfahrung. Wir finden das total schön, aber vielleicht lassen wir es. Genau, und demnach machen wir eine ganz klassische, wir wissen nicht, wie das im Fachjargon heißt, ganz klassische Eckverbindung, werden die dübeln und verschrauben. Und auch da haben wir uns Gedanken zu den Platten gemacht. Ne? Wir wollten einfach einen sehr aufgeräumten Look. Ja. Das heißt, vorne soll wirklich nur die Front zu sehen sein, nicht die Seitenwände. Somit liegt die Platte vorne eben auf und wird dann verdübelt mit den Seitenwänden, aber so, dass man eben nur die Frontplatte sieht. Wir hatten das nämlich vorher anders und da hatte man wirklich von der Frontansicht immer noch mal im Prinzip die Seitenwände gesehen und irgendwie fühlte sich das total unruhig an. Und dann meinte Ilan irgendwann, nee, komm, lass uns das nochmal umwurschteln. Wir haben uns natürlich Gedanken gemacht, wie können wir die gestalten, dass man sie noch laufen kann, und sind auf sage und schreibe 17 cm Trittfläche gekommen, aber auch nur, weil wir die 15 cm Stufe um weitere 2 cm erweitern konnten mit einer Überlappung, nenne ich das jetzt mal, wo wir dann gegebenenfalls auch ein LED-Licht unten drunter kleben können oder platzieren können. Das Wichtige für mich persönlich auch war bei der Planung, dass die oberste Stufe die längste Stufe ist, gegebenenfalls auch als Ablagefläche, und ich möchte einfach komfortabel ins Loft und komfortabel auf den Balkon kommen.
Die Stufen haben allerdings eine Höhe von 34,5 cm. Also das ist dann schon etwas sportlicher. Und aber wir sind ja noch jung. Jung und dynamisch, wa? Die Treppe ist aber insgesamt 50 cm breit. Also das geht eigentlich noch, ja. Solange wir jetzt nicht zunehmen. Ne? Also wir haben das auch getestet, mal gucken, wie es dann in der Praxis ist. Aber es gibt wohl auch Tiny Häuser, die haben noch größere Stufen. Das hängt ja auch immer davon ab, wie viel Stauraum will ich nutzen, was soll da reinkommen in die Treppen. Und bei uns war ja klar, durch die Eingangstür ins Badezimmer, wir haben in der Länge nur 1 Meter und der zweite Raum grundsätzlich ist ja auch relativ klein. Das heißt, in der Tiefe können wir auch nicht übertreiben. Und das war für uns echt ein gutes Maß. Wir haben das getestet, mal eine Kiste genommen, sind draufgestiegen und dann haben wir den Tritt verändert und geguckt, okay, wo wäre es dann noch einigermaßen angenehm. Das muss jeder für sich selber rausfinden, falls ihr euch das jetzt vielleicht als Beispiel nehmt. Da muss man einfach schauen, was passt, was ist für mich komfortabel zu gehen. Ja, aber es ist alles so knapp bemessen, auf den Millimeter genau. Wir mussten ja auch weiterleiten können, wie viel Holz brauchen wir, wie lang sollen die Balken sein, zum Beispiel jetzt für unsere Raumtrennung auch, um eben die Wände zu ziehen oder das Podest zu bauen, welche Balken brauchen wir, mit welchen Stärken, welche Länge, dass alles abgedeckt ist. Ja. Und wie groß sollen die Platten sein? Ja, also wenn wir eine Tabelle vorbereiten, dann ist das eigentlich eine Bauanleitung für uns. Also es ist das ist unser Bausatz, präzise, den wir bestellen. Genau. Falls ihr die Idee haben solltet, das nachzubauen, wartet erstmal ab, wie es denn wirklich geworden richtig, ist und ob wir noch Veränderungen haben. Ob das überhaupt funktioniert. Es ist noch nicht getestet. Wir arbeiten oder wir haben vor, mit 2 Zentimeter starken Paulownia-Leimholzplatten zu arbeiten. Wir blenden euch dazu gerne nochmal ein Video ein. Warum 2 Zentimeter? Weil wir das Gefühl hatten, dass sich 2 Zentimeter Platten einfach etwas stabiler anfühlen beziehungsweise auch besser verdübeln lassen. Und da, wo 2 Stufen immer übereinander liegen, haben wir dann ja im Prinzip auch eine Bodenplatte von 4 Zentimetern. Und das fühlte sich für uns dann auch ausreichend stabil an. Wir gehen auch von den Eigenschaften des Holzes davon aus, dass man mit Schrauben nicht immer ans Ziel kommt. Oder dass sie nicht so lange oder stabil halten. Wir werden auf jeden Fall jede Stufe, so ist es zumindest geplant, auch dübeln und verleimen. Und schrauben. Und schrauben. Vielleicht ist das auch normal. Aber wir haben uns das überlegt, dass wir das auf jeden Fall machen. Ja. Es ging ja jetzt darum, dass wir in Standardmaßen die Informationen weitergeben sollen, wie groß müssen die Bretter sein, wie lang müssen sie sein. Eins war klar, wir wussten, sie sind 20 mm stark. Aber wie können wir sie dimensionieren, um eben nicht zu viel Verschnitt zu haben? Jetzt haben wir dann versucht, das Ganze mit Standardmaßen, die man auch im Baumarkt so bekommt, runterzurechnen, um dann ermitteln zu können, wie viele Platten brauchen wir überhaupt, ob das jetzt 1,50 x 2,50 sind oder 60 x 2 Meter oder wie auch immer. Und da war es ganz wichtig, da haben wir am Anfang nämlich den Fehler gemacht und haben es ganz klassisch runtergerechnet, ohne zu beachten, wie denn unsere Maximalbreiten des Holzes sind oder unsere Maximallängen des Holzes. Denn im schlimmsten Fall würde das bedeuten, dass wir zwar die Gesamtmenge bestellt haben an Metern, das aber gar nicht mit unseren Längen der Platten zusammenpasst, dass wir nur noch Verschnitt haben und am Ende merken, oh Mann, jetzt fehlt uns eine Platte oder 2. Ja. Das kann uns immer noch passieren, ja, aber wir waren froh, dass uns das aufgefallen ist und wir dann den Mittelwert einmal hatten, die Maximallänge und die Minimallänge, um ein Gefühl zu kriegen, welche Platten brauchen wir überhaupt. Ne? Also auf jeden Fall 10% haben wir jetzt am Puffer eingeplant. Wir hoffen zumindest, dass es reicht. Ja, wir hoffen, ihr könnt euch jetzt ein bisschen besser vorstellen, wie die Treppe aussehen kann bei uns, wie wir sie gestalten wollen und warum. Und wenn ihr noch Anmerkungen habt, dann hinterlasst diese gerne in den Kommentaren. Wir freuen uns natürlich immer auf Anregungen und Feedback. Wir sind auf jeden Fall sehr euphorisch. Wir hatten noch nie so eine Stauraumtreppe und für uns ist sie ein Stauraumwunder. Und es ist auch ein Wunder, dass wir mit dieser Ermittlung für die Holzbestellung Teil 1 endlich fertig sind und wir hoffen, dass es jetzt so durchgeht, wir ein Angebot bekommen und die Holzlieferung dann hoffentlich bald bei uns oder zu uns auf dem Weg ist. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das jetzt sehr gerne tun. Und wir wünschen euch einen tollen Tag und freuen uns, euch auch nächste Woche wiederzusehen. Tschüss! Tschüss.